Am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam-Golm werden Pflanzen mit Hilfe einer Partikelkanone gentechnisch verändert. Wir benutzen als Projektile für die Partikelkanone kleine Goldpartikelchen, die in Wirklichkeit nur ein ganz, ganz feiner Staub sind. Und hier sieht man diesen Goldstaub, der in Ethanol, das heißt Schnaps, gelöst ist. Und auf diese Goldpartikel schichten wir das Erbgut, schichten wir die DNA. Das heißt, die DNA ist dann erstmal fest verklebt mit den Goldpartikelchen. Diese Goldpartikelchen mit der DNA werden dann auf eine kleine Plastikscheibe aufgebracht. Dieses Scheibchen baut man dann in die Partikelkanone ein, sodass die Goldpartikel nach unten orientiert sind. Darunter befindet sich ein kleines Gitterchen, sodass später nur die Goldpartikel auf das Ziel, in dem Falle ein Tabakblatt, auftreffen. Den eigentlichen Schuss löst man mittels Helium aus. Es wird mit Helium ein Druck aufgebaut und diese Scheibe zerbricht bei einem ganz definierten Druck und dann wird die Scheibe mit den Goldpartikeln beschleunigt und die Goldpartikel mit der DNA treffen mit hoher Geschwindigkeit auf das Tabakblatt auf. Und jetzt haben ganz viele Zellen die DNA erhalten und können die Zelle transformieren.